Ja, huibu und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Together bei Dead by Daylight. Und wie üblich die, ja, üblichen Verdächtigen. Da hätten wir einmal den Zinturas. Hallo. Manzino LP. Hallöchen. Lenfir. Hallo. Und Münze. Moin moin. Und ja, ne, fertig werden, auf geht's. Warum sagt ihr eigentlich immer Manzino LP? Ja, Mazzino steht. Mazzino klingt seltsam. Oh, das ist auch gut. Einfach. Mazzino würde aber auch reichen. Hört das Glück, Tapferkeit. Ah, jetzt haben wir noch mehr Glück. Also noch mehr Quicktime-Events. Vielleicht ist es einfach das Glück, noch mehr Quicktime-Events zu haben, weil es so Spaß macht. Ja. Yay. Naja, wir hatten das letzte Mal ja Glück wirklich am Ende, nicht? Also Glück oder Münzes Unfähigkeit lässt sich streiten, aber sagen wir es nur Glück. Schön, dass er mir geglaubt hat, als ich gesagt habe, ich bin zum anderen Tor gegangen. Mhm. Wie auf einmal losgesprintet ist. Also genau neben mir vorbei. Sehr schön. Notfalls hättest du auch immer noch die Luke suchen können. Jetzt sollten wir es wirklich mal probieren, dass der Killer nicht im Chat ist und alleine klarkommen muss. Ja, dann wärt ihr dran gewesen. Dann wärt ihr tot. Alle. Alle, ausnahmslos. Aber das wäre ja langweilig. Wäre blöd, dass der die ganze Runde spielen könnte. Und vor allem wirklich. Also, ich habe eine Runde gespielt, wo ich glaube, 2 oder 3 Leute schon pre-made waren. Und das schon extrem hart. Und wirklich. 4 Leute. Was rennst du so? Wer? Du! Ich hab dich gesehen! Ich dachte, jetzt kommt gleich der Killer hinterher. Ich renn immer, weil ich die Generatoren suche. Ja, aber du weißt, dass er dich dann sehen kann und findet. Und nebenbei ein Generator wäre hier ein Genie. Ja, aber der sieht doch nur die Spuren, wenn ich renne, wenn ich wegrenne. Nein, der sieht immer die Spuren, wenn du rennst. Immer. Und er hört auch, wenn du durch Fensterrahmen oder sowas kletterst beim Schnellen. Nurse, so BTW. Gar nicht. Doch. Ich bin Geburtshelferin. Ich glaube, du verstehst Geburt und Tod falsch. Nein. Oh Gott. Hallo. Ah, ich habe nicht mal getroffen, ich Idiot. Nee, ich hab's auch vorbeigehauen. Ich Idiot. Könntet ihr mal hier bitte arbeiten? Aber ich sag halt, als Nurse versau ich, glaube ich. Wow, ich hab's glaube ich noch nie geschafft, vor dir wegzurennen. Ja, das ist halt mit dem Teleport, ich weiß nicht, ich bin damit noch nicht so ganz warm geworden. Aber es war knapp, es war gar nicht mal so weit weg. Boah, schon wieder daneben gehauen. Also ich hab weil zweimal... Ich durchs Fenster bin, du! Ich hab zweimal, glaube ich, perfekt teleportiert, aber... Ja. Aber, naja. So, wo ist er jetzt wieder? Im Kornfeld. Wo ist er jetzt wieder? Also, du bist schon ein bisschen hässlich. Ich weiß. Das ist mir der Albino Puma lieber. Nein! Boah, das gibt's doch gar nicht. Also, er schleicht hier beim Haus ein bisschen rum. Und hat den Generator abgecheckt, obwohl man eigentlich merken müsste, dass da niemand arbeitet dran, aber gut. Ja, hi. Was? Yay, geschafft. Ach, verdammt. Der Generator ist schon. Ja, das wird eine schwache Runde. Wuhu. Wieso gehst du in den Keller jetzt? Ich wollte mal gucken, ob ich da an der Seite vorbeilaufen kann. Hast du es nicht gemerkt gerade? Nö. Nee. Ah. Ich hab dich fast überholt. Ich hab doch gesagt, ich bin müde. Hört mir doch mal zu. Lass mich in Ruhe spielen. Aber jetzt, also nebenbei, ich glaube, der Generator beim Haus ist ziemlich zu vergessen, weil da geistert er die ganze Zeit herum. Das will keiner. Ich fahr so aus. Haja! Wo ist der? S.I.E.S. Ernsthaft? Ja, ich ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Oma. Sag mal,
Was Hallo. Machst du denn? Mit dir mache ich keine Geratoren mehr. Ich bin die Zitterhand, Verzeihung. Old Zitterhand ist am Werk. Und ich renne hier die ganze Zeit wie ein Blöder rum und krieg es nicht geschissen. Ach, jetzt endlich mal. Meine Güte. Gut, das war jetzt auch ein bisschen blöd von mir. Aber das ist gut, Vorkul ist heute wirklich etwas müde. Das merkt man, glaube ich. Also ich habe ja schon so ein kleines Feuerwerk veranstaltet mit dem Generator. Die Teleports kriege ich sogar aber relativ hey, gut hin, aber... So, jetzt habe ich ihn, glaube ich, verloren. Fuck. Jo. Mahaha. Schaffen wir es jetzt mal wirklich? Könnte sein, ja. Du da mal nach links gucken, Mazzino. Nach links? Wieso? Zu Ren, mir. Renn. Ich sitze ja am Generator. Warte, nur einen. Schreck mich ja, doch nicht. Ich hab gedacht, hier kommt irgendwo ein Killer. Ich hab den letzten Generator gleich, also. Ja. 2 Sekunden. Ich suche dann mal einen Ausgangstor. Die Folge war bei mir ziemlich spannend heute. Ich bin die halbe Zeit im Schrank gesessen, weil... Scheiße, ich muss weg vom Generator. Och, weil die ganze Zeit nur da herumgegeistert ist. Konnten leider nicht fertig machen. Ja. Hallo. Nee, geh weg. Oh. Na, wenigstens mal getroffen. Hättest du nicht vorbei teleportieren können? Das wäre sogar im Bereich des Möglichen gewesen. Wahrscheinlich ist er vorbei telefoniert, ja, teleportiert. Du bist nie in ihn hineingelaufen wieder. Bocke, hast du schon nach Hause telefoniert? Bocke, komm, kannst du telefonieren. Alter, was gibt's denn? Wo ist er hin? Wo ich ist er hin? Ich heute wieder mal. So ein Generator, ne? Ich mach schon, geh zu den Ausgangstoren. Ah, gut, ich bin entkommen. Ich bin weg. In 3, 2, 1. Dankeschön. Das Problem ist, er kommt schnell von Ausgangstor zu Ausgangstor. Achtung, renn weg, Zitoras, falsche Richtung, falsche Richtung. Ach, das. Es gibt hier keine falsche Richtung, nur schlechtes Versteck, nur schlechte Verstecke. Ausgang Nummer 1 ist offen. Ja, ich hab gerade irgendjemanden hab ich gesehen, aber nicht genau wo, weil ich noch im Dings war. Ich glaube, du hast mich auf dem Hügel oben gesehen, aber... Ja, ich bin genau vor dir. Warte. Sind denn hier die Ausgänge? Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung. Oh Mann. Du siehst die Ausgänge, du kriegst die angezeigt. Permanent? Hast du nicht ja, die kleinen gelben Kästen, die in der Entfernung leuchten. Ja, das bin ich. Kannst du mich auch gleich nochmal... Ein kleiner gelber Kasten? Alter, dreh... Als Überlebender siehst du die nicht. Also, außer wenn du daneben stehst. Also, wir sind an den Ausgängen, ne? Wo seid ihr? Scheiße. Ist noch jemand auf der Karte oder nichts? Nein. Geh weg. Oh, nein. Sprinter. Ihr könnt ruhig abhauen, wenn ihr wollt. Na, wo ist er hin? Wo ist da er hin? Da ist der Mazzino. Ja, genau. Also man könnte jetzt sogar bei beide Ausgänge flüchten. Ja, wenn ich wüsste, wo einer wäre, würde ich ihn nehmen. Ja, ich kann nicht mehr machen, als da stehen und in die Hocke gehen. Ja, ich sehe dich. Das ist aber nett von dir, dass du hier so Warnzeichen von dir gibst. Also sind alle Dank. Boah, das war aber knapp. Alter Falter. Okay, dann war's. Okay, ciao, Schweine. Wenn alle weg und ich im Spiel bin. Buhu! Ja. Yay! Also, langsam brauchen wir einen kompetenten Killer. Ja, also Nurse liegt mir echt ganz und gar nicht. Also, aber die Teleports, glaube ich, habe ich sogar am Anfang echt gut noch hingekriegt. Aber ich habe die Schläge jedes Mal versammelt. Das war echt deprimierend. Oh cool. Wer hat gerade die meisten Punkte? Wer hat die meisten Punkte? Wieder der Punktevergleich. Wer hat den höheren? Wer hat den längeren? Schaut dann. Wer hat den längeren? Bokon und Lenfier, schaut mal bitte in die Folge rein von mir. Ich bin das halbe Spiel nur im Schrank gestanden und Bokon ist im Bereich in den Schrank rumgelaufen. Ich hätte keine Punkte bekommen können. Ja doch, du kriegst ja immer wieder wahrscheinlich dann, weil du bist gewagt. Dort, wo du in den Keller gelaufen bist, Bokon, da bist du ja 5-mal durch das Haus durch. Ich bin die ganze Zeit im ersten Schrank gesessen und konnte nicht raus wegen dir.
Und dann habe ich dich einmal, dann bin ich einmal aus dem Schrank, wo du am Schrank vorbei bist, habe ich dich fast überholt, bin umgedreht und du hast nicht bemerkt. Nur so. Läuft, läuft. Ja. Ja, ist ja gut. Los jetzt! So, so, meine Lieben, das war eine Runde Dead by Daylight mit einer echt furchtbaren Geburtshelferin und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.